Hallo und herzlich willkommen bei Blackbox Fireworks. Wir sind heute mal Gast auf dem Kanal von Pyromotte Full HD, um euch eine unserer absoluten Produktneuheiten vorzustellen. Und zwar den Raketenständer Starbase. Raketenständer, das klingt jetzt erstmal nicht so spektakulär, ist es aber. Ihr seht hier unseren Raketenständer Starbase bereits schon mal aufgebaut. Das Besondere an diesem Raketenständer ist der Automatikmodus. Das heißt, mit einmaliger Zündung kann man 10 Raketen automatisch im Intervall starten, ohne diese mit Zündschnur miteinander verbinden zu müssen. Natürlich kann man die Starbase auch als ganz normalen, traditionellen Raketenständer für die Einzelzündung verwenden. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, wie er aufgebaut wird, was zu beachten ist, das zeigen wir euch jetzt mal. So, wir haben jetzt mal die zwei wichtigsten Elemente der Verpackung entnommen. Das ist zum einen unser Raketenständer selbst und dann natürlich die Halterohre für den Raketenständer. Nach der Entnahme bitte als erstes prüfen, ob die Elemente ordentlich miteinander verbunden sind, denn nur so kann das Ganze auch richtig funktionieren. Also das muss richtig ineinander eingerastet sein, ist bereits zuvor gefertigt, aber kann ja mal passieren, dass das locker sitzt. Im ersten Schritt müssen wir nun die beiden Teile miteinander verbinden. Und das funktioniert ganz einfach auf diese Art und Weise. Und damit haben wir auch den richtigen Abstand. Und jetzt können wir das Ganze einfach in den Boden stecken. Und das war's auch schon. Bitte darauf achten, dass das Ganze wirklich gerade steht, dass es sicher im Boden befestigt ist, nicht umfallen kann und die Raketen dann auch gerade senkrecht nach oben aufsteigen können. Das ist ganz wichtig. Bitte auch die Halterohre nicht zu tief in den Boden stecken, weil sonst die Raketenstäbe aufsitzen können und damit das Ganze nicht mehr ordentlich funktionieren kann. Im nächsten Schritt zeigen wir euch jetzt mal die Bestückung. Und zwar fangen wir jetzt mal am Ende vom Raketenständer an. Das ist nämlich also das letzte Rohr, was gezündet wird. Einfach den Raketenstab in der Führung einfädeln und mit der Zündschnur hier in die Bohrung gehen. Und zwar so, dass sich die Rakete in der Arretierung jetzt nicht mehr verdrehen kann. So sitzt die Rakete jetzt ordentlich, kann gezündet werden und kann auch so, wie sie soll, aufsteigen. Der Starbase Raketenständer ist natürlich optimiert für Blackbox-Raketen. Allerdings lassen sich auch Raketen von anderen Herstellern verwenden, zumindest im Modus für die Einzelabschüsse. Im Automatikmodus kann es oftmals hinderlich sein, dass die Zündschnüre der Raketen zum Beispiel zu lang sind oder die Raketenstäbe jetzt nicht in das Führungsrohr passen. Bei der Rakete ist zum Beispiel das Problem, dass die Zündschnur etwas länger ist und somit die Rakete nicht komplett aufsitzen kann. Es kann trotzdem funktionieren, allerdings ist dafür eine Gewährleistung nicht gegeben. Was jedoch immer funktioniert, ist, die Rakete einfach umzudrehen mit der Zündschnur nach außen und damit im Einzelabschuss zu verwenden. So, jetzt kommen wir zum spannendsten Teil. Jetzt bestücken wir mal die Starbase. Dazu haben wir Raketen aus unserem Sortiment Big Set. Die haben wir hier schon mal vorbereitet und die bringe ich jetzt hier mal live ein. Bitte wirklich immer darauf achten, dass auch die Zündschnur durch die Bohrung geht und der Raketentreiber oben in der Arretierung so sitzt, dass sich die Rakete insgesamt nicht mehr verdrehen kann. Wir verwenden hier mal Raketen verschiedener Größe. Wichtig ist halt auch nur, dass man darauf achtet, dass die Raketenstäbe nicht zu dick für die Führungsrohre sind, so damit diese nicht hängen bleiben. Und sie sollten auch nicht allzu sehr verzogen, also sehr krumm sein oder gesplittert. Ansonsten kann es nämlich auch passieren, dass der Raketenstab beim Start hängen bleibt. Jetzt ganz wichtig, hier wird gezündet. Da muss natürlich die Zündschnur nach außen liegen, um das Ganze in Gang zu setzen. Und jetzt wird es spannend, jetzt schauen wir mal, was passiert. Thank you.
So, hat wunderbar funktioniert. Normalerweise müssen wir jetzt ungefähr 5 Minuten noch mal warten, um den Raketenständer etwas abzukühlen. Das ist aus Kunststoff und verschleißt damit natürlich, also mit diesem Aufbrand, auch relativ schnell. Aber nur um euch mal zu demonstrieren, dass es tatsächlich ohne Zündschnur funktioniert, bestücken wir den jetzt gleich noch mal neu und jagen die nächsten 10 Raketen hintereinander raus. Ja, ich glaube, das macht richtig Spaß. Nun zeige ich euch zum Abschluss auch nochmal, dass der Raketenständer selbstverständlich auch für die Einzelabschüsse verwendet werden kann. Und dabei hat er natürlich auch die übliche Lebensdauer. Also hier ist der Verschleiß gegen Null gehend. Dann machen wir das mal nur zum Beispiel mal mit 3 Raketen, dass man das mal mit sieht. Auf der Gebrauchs- und Aufstellanleitung ist auch nochmal beschrieben, wie man in dem Fall die Raketen zu bezündern hat. Also in dem Fall sitzt halt die Zündschnur nicht mehr im Kanal drin, sondern eben außerhalb am Führungsrohr. Ja, und für die knallharten Jungs unter euch lässt sich übrigens unser Starbase-Raketenständer auch beliebig erweitern. Und das funktioniert ganz einfach. Ja, die Teile lassen sich dann ganz einfach an dieser Stelle zusammenstecken. Und das war's schon. Sollte die Verbindung von den 2 Teilen etwas schwer gehen, dann liegt das an dieser Nase, die hier in der Aufnahme einrastet. Diese Nase verhindert im Prinzip, dass sich das Ganze wieder auseinanderziehen lässt. Wenn man es sich etwas einfacher machen möchte, dann sollte man diese Nase mit einem Cuttermesser zum Beispiel ein bisschen anritzen und dann lässt sich das auch viel einfacher ineinander schieben. So, wir haben jetzt nochmal ein neues Beispiel aufgebaut. Hier haben wir jetzt mal 5 Raketen auf 2 verschiedene Raketenständer verteilt. Wir fangen beim alten an und das Ganze setzt sich dann zu dem zweiten, zu dem neueren Teil dann fort. Und auch dieses Mal mittendrin, auch das funktioniert. Ja, so funktioniert das Ganze. Also ich denke, das macht richtig Spaß. Der Verschleiß sieht aktuell so aus. Also nach 2 Abschüssen sieht man schon die Rückstände. Ist ja ganz normal von den Raketentreibern. Da bleiben natürlich dann Spuren zurück. Und nach der 3., 4. Anwendung muss der Raketenständer dann auf alle Fälle zumindest mal gesäubert werden. Das kann man am besten machen unter fließendem Wasser. Zum Beispiel in der Wanne würde er auch gehen. Auf alle Fälle soll der ausgespült und vor dem nächsten Einsatz gut getrocknet werden. Das ist ganz wichtig. Und nach 5, 6, 7 Anwendungen, wenn man Glück hat, ist dann auch Schluss im Automatikmodus. Aber wie gesagt, man kann den natürlich dann auch weiterhin für die Einzelabschüsse verwenden. Bitte unbedingt immer eine kurze Abkühlphase von ca. 3 bis 5 Minuten dazwischen lassen, damit sich der Kunststoff wieder akklimatisieren kann. Ansonsten, wenn der Raketenständer zu warm wird, dann biegt sich das Material durch und damit ist er dann auch nicht mehr einsatzfähig. Also das unbedingt beachten und genauso die Gebrauchsanweisung der Raketen dann natürlich. Ne? Und auch ganz, ganz wichtig, immer darauf achten, dass sich die Raketenstäbe in den Führungsrohren nicht verklemmen. Also der Durchmesser der Raketenstäbe sollte dann auch entsprechend zu den Führungsrohren noch passen. Nicht krumm, nicht gesplittert sein, sonst kann es dazu führen, dass die Rakete nicht aufsteigen kann.
So, das war unser kleines Erklärvideo zum Raketenständer Starbase. Solltet ihr noch Fragen, Hinweise, Wünsche, Verbesserungsvorschläge oder irgendwas in der Art haben, schickt uns eine E-Mail unter info@blackboxfireworks.de oder kontaktiert uns einfach über Facebook oder Instagram. Ansonsten verabschiede ich mich an dieser Stelle, wünsche euch viel Spaß zu Silvester, natürlich mit unserem Starbase Raketenständer und bis zum nächsten Mal. Tschüss!